seid in Linz und werden Menschen zu aktuellen Themen befragen. Viel Spaß bei den folgenden Szenen. Grüß Gott, wie ist Ihre aktuelle Meinung zur derzeitigen Bundespräsidentenwahl? Ja, die Bundespräsidentenwahl als solche ist natürlich okay, weil ja das eine direkte Wahl ist. Und wer dann gewählt wird, das muss jeder selber entscheiden. Und wichtig ist aus meiner Sicht einfach, dass möglichst alle wählen. Also meine Meinung dazu ist so, dass glaube ich, von der ganzen Bundesregierung das nicht ganz ernst genommen wird, was für Kandidaten das da aufgestellt worden sind. Und die Kandidaten, was wir haben, was jetzt zur Wahl gestanden sind, ist eigentlich meiner Meinung nach keiner ernsthaft dazu prädestiniert, dass er Bundespräsident sein könnte oder sollte. Es ist halt schon wieder so ein alter Mann. Und ja, mir war halt der Hofer lieber gewesen, weil der ist für Österreich. Also ich persönlich bin mit dem Wahlausgang zufrieden. Ah, schlecht, weil ich habe mir ganz ein anderes Ergebnis gewünscht. Das ist leider nicht eingetreten. Also für mich nicht gut. Steil war es. Ich bin dankbar, wie es ausgegangen ist. Ich war eigentlich überrascht über das Ergebnis. Also ich hätte eher damit gerechnet, dass der Norbert Hofer das macht. Ja, aber ich glaube, dass der Alexander Van der Bellen sein Amt gut ausführen wird und ich bin eigentlich zufrieden. Okay. Ich persönlich bin eigentlich sehr froh, dass der Van der Bellen geworden ist, weil ich weiß nicht, ich muss sagen, der Hofer, der ist extrem rechts. Und das haben wir gar nicht. Ja, eigentlich. Genau. Ich meine, zum Beispiel meine Mama, es gibt Leute, also es gibt Migranten, die sind alle für den Hofer. Weil, und ich weiß nicht, wieso das so ist. Weil aber ich glaube einfach, dass sie Angst haben wir am Arbeitsplatz und so. Genau. Und aber es ist ja nicht so, dass die Flüchtlinge einen Arbeitsplatz nehmen. Ja. Sondern ja, sie dürfen nicht mehr arbeiten. Eben, und zum Beispiel meine Mama, die kommt aus den Philippinen und die hat da geheiratet und so. Also sie war kein Flüchtling oder so. Aber sie zum Beispiel hätte auch den Hofer gewählt. Ich meine, sie hat es dann eh nicht gemacht, weil ich es dann überreden habe, keiner. Aber sie hat einfach gesagt, ja, sie mag die ganzen Leute nicht. Und ich sehe, ja, Mama, eigentlich, also Leute singen die aus Ausländer. Und dann hat sie gesagt, ja, also sie selber kennt sie einfach viel zu wenig damit aus. Und ich glaube generell, dass die ganzen Migranten einfach zu wenig auskennen. Okay. Und besorgt darüber, dass sich Österreich so spaltet, ja, und dass es zwei extremere Lager gibt und nicht mehr so die Mitte vorhanden ist. Welche Veränderungen konnten Sie im Laufe des Flüchtlingszuwachses feststellen? Also, dass der Unmut in der Bevölkerung extrem groß geworden ist und das Flüchtlingsthema nicht so, glaube ich, von der Regierung erwartet worden ist, dass die Probleme zubekommen oder auftauchen und eigentlich auch die große Schwäche eigentlich da in der Regierung aufgedeckt worden ist, dass das Problem nicht zum Bewältigen ist. Und es gehört, sage ich mal, meiner Meinung nach wieder was unternommen, dass die Bevölkerung wieder ganz anders auf die Sachen reagiert. Ich eigentlich fast gar nichts. Also wir haben halt in der Gemeinde aber Flüchtlinge, da gibt es so Treffen, dass man so integrieren kann und so. Aber sonst eigentlich gar nichts. Du? Nein, also ich habe da jetzt auch nicht so viel. Maßnahmen geben und dass man nicht unter alle und Grenzen und offen und hält und ja, auch alle und ja, die nach Österreich kommen und ja, willkommen heißen und ja. Also für mich persönlich keine Nachteile, die Angst und die Panikmache in der Bevölkerung und zum Teil auch durch die Politik. Naja, auf jeden Fall jetzt erst einmal, dass das Thema öfters nie angesprochen wird. Und dass die ganze Gesellschaft eben viel mehr auf das einwirkt, auch die ganzen Non-Profit-Organisationen, dass jetzt alle da einen Schwerpunkt haben, eben auf dem Flüchtlingsbereich und in der Flüchtlingshilfe. Dass die Angst steigt, dass sich die Leute halt auch Sorgen machen um ihre Arbeitsplätze und um ihre Sicherheit, um ihren Wohlstand und dass medial ziemlich ausgeschlachtet wird. Und das dann halt einfach auch der Nährboden ist, dass die Leute tendenziell von Ängsten betroffen sind und dann halt eine Partei wählen, die gegen die Zuwanderung ist und massiv auftritt auch. Also wir haben bei uns im Ort jetzt auch Flüchtlinge und sind aber sehr, sehr nette Leute und lernen auch Deutsch. Und
Ja, ist gut bewältigbar. Bei uns am Froschberg wüsste ich kein Problem. Und in Margareten weiß ich, dass im Verhältnis zur dort wohnenden Bevölkerung zu viele sind. Welche sozialen Netzwerke verwenden Sie und warum? Ich verwende hauptsächlich Facebook, zählt WhatsApp auch zu den sozialen Netzwerken, ja. Hauptsächlich, damit ich mit meinen Freunden und mit der Familie in Kontakt bleiben kann. Also ich verwende E-Mail und einen Facebook-Account habe ich auch. Facebook, Instagram, dann berufliche soziale Netzwerke, also LinkedIn und Xing. Ja, ich glaube, das ist es. Da bin ich und für Wissel und für ganz im Steinzeit und für, ich muss ehrlich eingestehen, dass ich sehr und zu wenig und für verwende. Ich verwende kein einziges. Und aus dem Grund, weil wir zu unsicher sind und auch große Probleme, speziell für Jugendliche, da auftauchen. Also ich kann nur empfehlen, sowas nicht verwenden. Ich verwende Facebook, Instagram, was noch? Ja, das ist eigentlich nur die zwei. E-Mail? Nein, ist nicht wirklich ein soziales Netzwerk. Genau, und warum? Ich finde es eben ganz praktisch, damit man eben sozial vernetzt bleiben kann. Ich finde es auch voll cool, dass man da immer bei Events und so immer eben alles erfährt. Und solange man das in einem guten Rahmen macht, finde ich das eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Das verwende ich gar nicht. Also nur ich habe mein Handy ohne irgendeiner Funktion außer Telefonieren und SMS und E-Mail. Aber so soziales Netzwerk in dem Sinne verwende ich nicht mehr. Ich bin auf Instagram und ich bin eigentlich bei voll vielen Sachen dabei, aber ich bevorzuge eher Snapchat, weil da kann man zum Beispiel, wenn du jetzt ein Video schickst oder so, dann sieht er das einmal oder kann es einmal wiederholen und dann sieht man es halt nicht mehr und das ist eigentlich viel praktischer. Ich habe zwar E-Mail und Computer und Laptop und das, aber ich gehe eigentlich in keine Netzwerke. Welche Verkehrsmittel bevorzugen Sie? Ich bevorzuge auf jeden Fall die öffentlichen Verkehrsmittel, weil die kostengünstiger sind, zeitsparender und umweltfreundlicher. Das kommt darauf an, in einer Stadt bevorzuge ich natürlich eben die öffentlichen Verkehrsmittel, weil individuelle Verkehrsmittel ja da uninteressant sind. Also mir ist jedes Verkehrsmittelrecht, was ich habe, bevorzugen tue ich jetzt hauptsächlich auch die Bahn, weil ich problemlos und schnell von A nach B komme. Straßenbahn, weil das sehr günstig ist, weil ich von A nach B komme. Zug taugt mir auch, aber da habe ich noch keine Vorteilskarte. Ja, und ein Auto habe ich. Aber das nehme ich nur fürs Wochenende mal vor. Vorzuge Straßenbahn, O-Bus, Zug, weil ich habe kein Auto und ich wohne sehr günstig, habe nicht weit zu den Öffis, praktisch. Kommt ganz drauf an, wo ich hin möchte. Also ich komme eigentlich aus Wien und bin heute mit dem Zug nach Linz gekommen, weil die Verbindung super gut ist. Wenn ich irgendwo in die ländlicheren Gegenden muss, wo die Verbindung nicht so gut ist, dann bin ich durchaus auch bereit, natürlich das Auto zu nehmen. Aber ich gehe auch gerne längere Strecken zu Fuß. Also ich komme aus dem Innviertel jeden Tag nach Linz und fahre mit dem Zug und daheim fahre ich mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Also ich fahre voll gerne mit dem Auto. Ich finde es gemütlich und cool, aber natürlich in der Stadt bin ich immer mit den Öffis unterwegs und ich finde die BIM ganz cool. Ich bevorzuge die ÖBB. Da fahre ich von meinem Heimatort nach Linz. In Linz kann ich alles zu Fuß erreichen, was ich brauche. Und habe natürlich ein eigenes Auto, das ich auch häufig verwende. In der Pension bin ich draufgekommen, wie praktisch Busse und Straßenbahn sind. Auto wird wenig benutzt. Wer geht's los mit dir?